Hallo, mein Name ist Ruben und ich werde morgen eine Schiel-OP bzw. eine Augenmuskeloperation an meinem linken Auge vornehmen lassen. Mein linkes Auge schielt etwa seit, ja eigentlich schon immer, aber so wirklich auftreten tut es erst seit ich 25 bin. Es lässt sich eigentlich ganz gut mit einer Prismenbrille lösen, so wie ich es jetzt gerade trage. Aber das große Problem ist natürlich, dass man einfach nicht immer eine Brille tragen kann. Also so beim Schwimmen oder so. Und Schwimmbrillen mit Prismenbrillen oder mit Prismengläsern gibt es nicht wirklich. Da gibt es dann Folien und so, aber das ist irgendwie alles nicht so das Gelbe vom Ei. Jedenfalls werde ich das morgen operieren lassen und ich bin mal gespannt, was das gibt. Aktuell habe ich auch Probleme mit Doppelbildern. Wenn ich die Brille nicht trage, dann driftet mein linkes Auge nach innen ab und ich kriege einfach relativ starke Doppelbilder, vor allen Dingen ab einer gewissen Distanz. Also ich sag mal, bis 2, 3 Meter ist das jetzt nicht so ein Problem, aber ab dieser Distanz wird es dann wirklich sehr störend und ich kann es dann auch nicht unterdrücken. Da ist für mich dann effektives Sehen eigentlich nur noch mit geschlossenem linken Auge möglich. Und ja, ich erhoffe mir, dass ich das dann wieder gerade gebogen kriege. Meine Sehkraft ist eigentlich gar nicht schlecht. Ich habe auf dem rechten Auge 0,25 und auf dem linken Auge 1,25 Dioptrien etwa. Also es ist, ja, ich sag mal, die Brille ist eigentlich hauptsächlich fürs Schielen da. Schlecht sehen tue ich gar nicht. Ja, was für mich natürlich so ein bisschen die Hoffnung weiter treibt, dass ich ohne schielendes Auge dann vielleicht auch ohne Brille rumlaufen kann und halt einfach nur nicht perfekt sehe. Ja, und ja, ich wollte das mal festhalten und das nächste Video ist dann vielleicht noch eins vor der OP, aber wahrscheinlich erst nach der OP. Bis dahin. So. OP ist in etwa einer halben Stunde. Von daher ist nochmal der letzte Blick, das letzte Vorherbild und dann bis später. So, hallo. Erstes Video nach der OP. Ja, es ging alles sehr schnell und ist auch gut gelaufen. Mein Auge war nie verbunden oder so. Man sieht hier, dass das ziemlich wüst aussieht. Es fühlt sich auch noch sehr unangenehm an, weil ich habe ja jetzt noch die Fäden darin. Der Augenmuskel auf der Innenseite wurde ein Stück verlängert sozusagen, beziehungsweise er wurde abgeschnitten und woanders wieder dran genäht. Und ja, die Fäden sind wie gesagt jetzt noch drin. Die werden noch nicht gezogen, die lösen sich von alleine auf, aber ich fühle die an meinem Auge. Also wenn ich links oder rechts oder hoch oder runter gucke, dann fühle ich die Fäden und es ist unfassbar unangenehm. Es ist wirklich, als hätte ich 20 Wimpern auf einmal im Auge und ich darf aber nicht dran reiben oder sowas natürlich oder reinpacken. Ja, die OP ist jetzt etwa 6 Stunden her. Ja, morgen ist die erste Nachuntersuchung. Und dann gibt es mal ein weiteres Update. Bis denn, ne? Hallo allerseits. So, Tag 1 nach der Operation. Man muss sagen, dass das Fremdkörpergefühl ist schon viel besser geworden jetzt. Also heute morgens war ich ein ganz anderes Gefühl als gestern. Ich schätze mal, dass die Ecken von den Fäden sich schon irgendwie angefangen haben aufzulösen. Und deswegen ist das nicht mehr so kratzig, weil das war gestern wirklich, wirklich eine Folter. Also echt schlimm. So, mein Auge ist noch ganz gut rot.
Das wird so noch ein bisschen bleiben. Ich fahre jetzt gleich zur ersten Nachuntersuchung. Ja, die Doppelbilder sind für mich zumindest fast komplett weg, was natürlich fantastisch ist. Ja, ist sogar ein bisschen besser, als ich erhofft hatte, um ehrlich zu sein. Ich hätte jetzt gedacht, ich muss noch Training, Übungen, was weiß ich machen, das werde ich auch machen, aber ich habe jetzt schon so viel bessere Sicht. Also ich habe seit gestern Morgen keine Brille mehr getragen, keine Prismenbrille oder sonst was und ja. Also Doppelbilder sehe ich nur noch, wenn ich sie sehen will, also wenn ich es drauf ankommen lasse. Ja, und ja, das freut mich auf jeden Fall. Mal gucken, was der Augenarzt dazu sagen wird. Ja, Update gibt's dann später. So, hallo allerseits. Die OP ist jetzt genau eine Woche her. Ich habe heute meine zweite Nachuntersuchung gehabt und ja, ist alles bestens. Das Auge ist noch so ein ganz kleines bisschen rot, aber ja, schwamm drüber. Ich habe noch so ein ganz leichtes Fremdkörpergefühl, wenn ich nach links gucke. Das ist so, also ich fühle einfach den Faden oder die Fäden, die sich jetzt noch nicht so ganz aufgelöst haben. Aber das gibt sich alles mit der Zeit. Ja, meine Doppelbilder sind vollständig verschwunden. Also wenn ich so ganz stark nach rechts gucke, ich glaube, da ist der Muskel noch nicht dran gewöhnt, das Auge so zu drehen, dann habe ich noch so ein bisschen Doppelbilder. Aber gut, das ist so ein spezielles Szenario, das ist mir jetzt auch egal. Unterm Strich muss man sagen, das ist so eine Steigerung meiner Lebensqualität. Das kann man gar nicht in Worte fassen, weil man muss das so verstehen, ich habe die Brille jetzt 8 Jahre lang eigentlich nur getragen, weil ich schiele. Meine Sehkraft ist eigentlich gar nicht so schlecht. Also mein rechtes Auge hat fast 100% und also 0 Dioptrien, ich glaube es ist 0,25 oder so. Und links ist ein bisschen schlechter, da bin ich bei etwas über 1 Dioptrien. Also ist eigentlich voll im Rahmen. Nur es war halt immer so, dass wenn ich weiter als 2 oder 3 Meter geguckt habe ohne Brille, dann habe ich eben diese Doppelbilder bekommen. Das Bild, was ich dann halt gesehen habe, also man kann Doppelbilder schlecht erklären für jemanden, der sie nicht hatte. Aber jeder, der Doppelbilder hat, der wird verstehen, was ich meine. Das Bild, was ich dann bekommen habe, war halt einfach so matsch, so eine diffuse Haufen, dass ich damit halt einfach nicht wirklich sehen konnte. Also geschweige denn Sachen wie Autofahren oder so, das konntest du komplett vergessen. Ja, ich bedauere total, es nicht eher gemacht zu haben. Das ist ein sehr kurzer Eingriff. Also bei mir war es wirklich so, mein Termin war um 10 und ich war um 11.30 Uhr, stand ich wieder vor der Tür. Also war draußen, ne, wurde abgeholt, tschüss. Trotz Vollnarkose und allem drum und dran. Was hat's gekostet, ist oft so eine Frage. Das ist ganz einfach und zwar gar nichts. Das wird tatsächlich von der Krankenkasse übernommen, selbst bei so einem geringen Schielwinkel. Also bei mir war ein Schielwinkel von 7 Grad. Das ist gar nicht viel, ne? Also wenn ich jetzt wirklich geschielt habe, dann muss man schon zweimal hingucken, bevor man das jetzt wirklich gesehen hat. Aber schon bei 7 Grad wurde das komplett übernommen und wo habe ich es machen lassen? Das war die Augenklinik in Ahaus. Hinter Münster ist das an der holländischen Grenze. Und da muss ich echt sagen, Daumen hoch, Doppelplus für diese Klinik. Die Ophthalmologin ist absolut erstklassig gewesen. Die hat wirklich alles Mögliche getestet, super sympathisch, hat alle Fragen beantwortet, selbst Fragen, wo ich gar nicht wusste, dass ich sie hatte, hat sich um alles super duper gut gekümmert, alles mega vorbereitet, echt. Die Frau, echt, die kann ich nur weiterempfehlen, super gut. Ja, also wenn du schielst,
und drüber nachdenkst, das machen zu lassen, dann, ich kann es wirklich nur empfehlen, geh am besten direkt zum Arzt, weil ja, die Wartelisten sind ziemlich lang dafür. Ich hätte auf meinen Termin deutlich über ein Jahr warten müssen. Ich hatte dann noch ein bisschen Glück, dass da irgendjemand ausgefallen ist und dann bin ich nachgerutscht. Aber ja, also man kann sich wirklich darauf einstellen, von dem Moment, wo man das beim Arzt anspricht, bis es dann wirklich passiert, würde ich ein Jahr auf jeden Fall schätzen. Ja, mehr fällt mir jetzt gerade nicht so ein. Also falls ihr noch Fragen habt oder so, haut sie in die Kommentare. Ich werde die lesen und beantworten. Und wünsche euch noch ein schönes, skifreies Leben. Macht's gut.